eine SMS. Denk dran, dass wir heute mit Wiener sprechen. Wir brauchen dich. Ah, diesmal ist hier nichts weiter. Okay, dann gehen wir. Ja, ich sehe gut aus. In den Innenhof. Na, erstmal natürlich in dieses Anfangsfoyer. Und dann in den Innenhof. Aber molto bene geht das jetzt hier. Hoffe ich. Denke ich. Keine Ahnung. Ah, was hat Gil denn schon wieder für Sorgen? Mit Haulin diesmal. Ah, Kitty, danke, dass du gekommen bist. Es geht um Manny. Er läuft immer noch rum und erzählt diese Witze. Ich dachte, du redest mal mit ihm. Oh, der normale Witz, den er erzählt. Ich finde ihn dämlich, um ehrlich zu sein. Ich mache mir nur Sorgen, dass ich wieder jemanden verletzen könnte. Sind nicht alle so robust wie Manitor. Und du hast ihn gebeten, die Witze nicht mehr zu erzählen? Kitty, das ist gar offenbar ohne Erfolg. Gil, geh zur Seite. Haulin kümmert sich darum. Oha. Oh, oh. Wir sollten ihm aufhalten, wenn das so wird, muss ich sagen. Ja, du, das ist. Ist mir egal, ob dein Cousin das lustig findet, Manny. Ich tue es nicht. Man soll, kann ich Witze in der Schule erzählen. Okay? Einige Leute fühlen sich wirklich beleidigt. Hey, mein Cousin ist ein Komiker. Ich glaube, er weiß, was lustig ist. Los, Leute, irgendwer, gebt ihm Rückendeckung. Es ist doch lustig, oder? Nee, wirklich, ich finde das unhöflich. Unhöflicher als alles andere. Ich auch. Als du den Witz das erste Mal gemacht hast, konnte ich nicht glauben, dass du ihn erzählst. Ja, es ist respektlos. Ja, richtig, okay. Ich bin unhöflich und respektlos, ich verstehe. Entschuldigt mich. Oh nein, der arme Kerl ist sauer und läuft direkt in den Putzraum. Kitty, geh und sieh nach, wie es ihm geht. Es ist hart, Leute sich gegen einen verbünden. Ich will aber nicht. Okay, dann suchen wir erstmal Manny. Schrecklich. Ja, wo ist er denn? Hm, gehen wir einfach mal da lang. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwas anderes darunter leidet. Was ist denn überhaupt sonst noch offen? Umweltclub, okay. Ich höre Münzen. Ich sehe Münzen. So. Wahahaha. Ach, Manny. Was willst du? Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich wollte nur meine Nummer mit meinen Freunden teilen, aber ich schätze, sie mögen nicht. Aber ich sollte mich entschuldigen. Ich weiß, sie baten mich aufzuhören, weil sie waren nicht da. Verstehen einfach noch nicht. Ja, okay. Dann geht die. Mit deiner Hilfe gibt es jetzt alles Sinn. Wir haben Manny erreicht. Dingskirchen. Und es gibt neue Sachen zum Shoppen. Ich kaufe mir erstmal das Günstige. Hi, Friend, was? Hi, Friend 3. Do you want DGN for the Witz? Oh Gott. Sind das viele Nachrichten? Manny will sagen, tut mir leid wegen der Witz, aber sein Einkauf macht da nicht mit. Super, Ed Manny, diese kleine Geste wird groß, alles ist vergeben. Alles in Ordnung, Ed Manny. Denk beim nächsten Mal einfach an die Monster, bevor du Witzkanone rausholst. Ach, Jackson. Warte, was hat er für ein Problem beim Tippen? Gott, jetzt ist er mal langsam gut hier. Nein, nein, nein. Ach ja, von hier aus kann man ja auch ganz gut rausgehen.
Dahin schon wieder was Neues. Oh Gott. Manny ist ein bisschen wie ein Stier im Porzellanladen, wenn es um soziale Medien geht. Fell Party B3 Get. Ja. Ja, er hat einfach zu große Finger. Too many big. Und er heißt auch noch Manny. Ha, der war. Das war ein Schenkelklopfer. Hallo. Was gibt's Neues? Kitty, du bist hier. Fangen wir an. Venus, wir müssen reden. Was gibt's denn? Ich bin unschuldig. Wir haben ein Gespräch mit Rochelle erfahren. Mein Gespräch? Ich bin nicht sicher, wovon du sprichst. Kitty hat gesehen, wie du deine Pollen bei Rochelle benutzt hast. Wir wissen alles. Okay, habe ich. Aber zu einem guten Grund. Rochelle hat den größeren Zusammenhang nicht erkannt. Das ist egal, du kannst deinen Blütenstoff nicht bei anderen Monstern benutzen. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nur meine Geschichte gegen Mira ausgetauscht. Du könntest Rochelle mit großen Schwierigkeiten meinen Zeitungsclub bringen. Du musst das regeln. Aber wie? Du kannst hineinmarschieren, ihn in die Augen sehen, genau erklärt es, was passiert. Iris hat recht, Minus. Du hast einen Fehler gemacht, das ist keine große Sache. Geh einfach rein, rede mit ihm. Du weißt, dass die Monster auf unserer Schule Ehrlichkeit immer zu schätzen wissen. Ja, du hast recht, weil ich will nicht alleine gehen. Ich bin mit einer starken Begleitung, die mir hilft, durch den Lesesaal zu gehen. Kitty, mit dir an meiner Seite wäre es vielleicht besser. Treffen wir uns, wenn es für dich passt. Immer ich. Das ist beschiss. Echt schrecklich. Venus, Venus, Venus. Wir müssen uns mal ganz, ganz dringend unterhalten. Junges Fräulein. Natürlich seine Münzen hier. So. Hallo Venus, wie kann der Zeitungsclub dir heute helfen? Ich muss ein Geständnis ablegen. Ich habe meine Pollen benutzt, damit Rochelle meine Version der Geschichte in die Zeitung druckt. Amon, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Venus? Die Pollen kann dein Gedächtnis beeinflussen, Rochelle. Es kommt in ein paar Tagen wieder. Es tut mir so leid. Ich war so stürmisch. Es tut mir leid. Ja, danke, dass du es uns gesagt hast, Venus. Man muss ein starkes Monster sein, um zuzugeben, dass man etwas falsch gemacht hat. Oui, das ist groß von dir, Monster. Aber bitte setze deine Pollen nicht wieder bei mir ein. Ich möchte meine Erinnerungen da behalten, wo sie sind. Oui, oui. Darauf kannst du dich verlassen. Ich habe daraus gelernt, meine Freunde haben mir gezeigt, Kräfte nicht gegen andere Monster einsetze. Entschuldigung. Hört sich nach guten Freunden an. Ja, sie sind die Besten. Ich sollte das ihnen wirklich mal sagen. So. Und wieder zurück. Back to the Umweltclub. Könnte man so sagen. Denke ich mal. So irgendwie. Oh, jetzt alles wieder tutti. Na, danke geht dir natürlich auch an euch allen. Haben mir geholfen, statt mich wegzuschieben. Weiß ich sehr zu schätzen. Und was hast du daraus gelernt? Oder hast du etwas daraus gelernt? Ja, keine Pollen mehr gegen andere. Punkt. Was die Pflanzen angeht, sieht ganz fügsam aus. Ich würde sagen, sie ist ganz harmlos. Gleich. Sie darf also bleiben? Ja, sie kann bleiben. Spektakulär! Gut. Und jetzt... Nee, nicht Shopping, obwohl, aber kurz gucken. Aha, aha. Nehmen wir an der Konferenz teil. Ach ja, dann muss ich ja wieder hier hoch.
Moment, war da hinten gerade was? Ja, haben wir verguckt. Ach stimmt, da hängen ja noch die Poster. Die Poster von Fast Scream, unserem Superhelden. Ja, ja. Mit der Resignierstunde. Hallo, Haolin. Und natürlich Twyla. Mal gucken, was diesmal bei der Konferenz passiert. Ich ahne Schreckliches. So, irgendwie. So. Leute, wir haben einen vollen Tag vor uns, also lasst uns anfangen. Ach ja, die Sitzung ist eröffnet. Wie ihr bestimmt riechen könnt, hat Deuce eine Menge monsterleckerer Kekse vorbeigebracht, die der Kochclub für die Spendenaktion gebacken hat. Mhm. Jetzt müssen wir sie nur noch verkaufen. Laguna, erläuterst du bitte allen ihre Position? Hört mal alle zu. Es wird wie folgt laufen. Wir haben die Bereiche mit dem höchsten Schüleraufkommen in der Schule ermittelt und haben jedem von euch einen Bereich zugewiesen. Jetzt geht es darum, so viele Kekse wie möglich zu verkaufen. Noch Fragen? Ja, Spectra? Oh Gott, jetzt kommt wieder. Kann ich einen der Kekse haben? Die sehen so gut aus und die riechen monsterlecker. Lecker. Kann ich einen der Kekse haben? Die frisst doch gleich alle. Nein, Spectra. Die Kekse sind nicht für uns. Wir sammeln mit dem Verkauf Geld, um alles Mögliche an der Monsterhai zu reparieren. Verstanden? Und jetzt Schluss mit dem Quatsch. Ich zeige euch eure Standorte. Da gibt Spectra aber keine Kekse. Da hat die futtert die weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Um alles zu vereinfachen, habe ich euren Spendenbereich auf eure iConnector-Map hochgeladen. Folgt einfach dem leuchtenden Symbol zu eurer zugewiesenen Stelle. Dort findet ihr alles, was den Keksverkauf betrifft. Fragen? Nope. Kann ich einen Keks haben? Bitte? Spectra will unbedingt einen Keks. Ignorier sie einfach, Laguna. Sie hat einen Lachkrampf oder so. Das viele Bloggen steigt ihr wohl zu Kopf. Für sowas haben wir keine Zeit. Das war alles. Jetzt lasst uns Kekse verkaufen. Genau. Und Spectra will unbedingt einen Keks haben. Als Geist kommt man leicht herum, wir können nur durch Wände gehen. Würde ich hier einen Geist als Klasse am Anfang genommen haben, könnte ich nicht durch Wände gehen. Das ist ja das Doofe dabei. Halt! Ihr Münzen! Dann halten mich. Oh! So. Verkaufe Kekse für die Benefizveranstaltung. Ich wette, alle, die Spectra mitgegeben hat, hat sie selber gegessen. Denke ich mir mal. Jetzt ist nur die Frage, wo soll ich überhaupt genau hin? Also, wo ist denn mein Bereich? Interessiert mich schon. Okay, da unten haben wir Laguna. Ach so, ich hab da. Sie wartet dann auf mich, oder? Ich hoffe, das Spectrum ist mir nicht klaut. Hier, Kekse! Komm her! Okay, wo ist mein nächstes? Ah, mein nächstes Opfer! Noch mehr Opfer! Stehen geblieben! Ich muss Kekse verkaufen. Kekse! Nicht wegschweben. Du! Kekse! Das sind ganz schön dicke Kekse. Kekse! Nicht wegschweben. Kekse.
an ihre nächsten Opfer. Auffüllen! Okay, meine kleinen Opfer. Ah, da sind sie ja. Und du auch. Nicht mehr ganz so viel. Halt, hier. Ach nee, da habe ich mich verguckt. Ah, ja, aber wir gleich zwei Opfer. Okay, noch eine. Wo bist du? Wo ist mein letztes Opfer? Da bist du hier. Ich habe alle Kekse verkauft. Verkaufe Kekse in die Luffy-Veranstaltung. Yay! Bringe das Geld zu Abby. Ich wette, Spectra hat all ihre Kekse aufgemampft.